Der eine oder andere kann es wahrscheinlich nicht leiden, genauso wie ich, ständig zum Arzt rennen zu müssen, mehrmals, um sein Blutbild anzufordern, mit einer einhergehenden Diskussion, warum das notwendig ist, welche Werte man braucht und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Szenario, jeder, der von euch mal Blut machen lassen hat, hat dieses Prozedere schon durchlebt. In der Regel ist es selten, dass ein Arzt sagt, alles klar, machen wir und tschüss, sondern da geht man hin, stellt sich vor, muss erstmal erklären, warum und weshalb und der ganze Kram. Das will ich mir sparen, vor allem in Deutschland. In Deutschland ist es wirklich, wirklich kompliziert und auch teilweise sehr teuer. Deswegen dieses Ding hier. Das habe ich jetzt per Post zugeschickt bekommen. Das kann man auf der Webseite ganz entspannt ordern. Und die Webseite findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Wir packen es jetzt gemeinsam aus und dann schauen wir uns das ganze Ding mal an. Das wird nicht der letzte Teil sein. Wenn ich es schaffe, den Inhaber vor die Linse zu kriegen, werde ich ihm ein paar direkte Fragen stellen, wie das funktioniert, wo sie die Sachen auswerten lassen, wie sie drauf gekommen sind, so ein paar wichtige Infos drumherum. Finde ich persönlich wichtig, wenn es dann um die Resultate meines Bluts geht, wo die ganzen Dinge quasi verarbeitet werden und wie und vor allem wie das Ganze hier funktioniert. Das ist doch schon etwas Außergewöhnliches. Fakt ist, ihr könnt auf der Webseite verschiedene Tests ordern. Ob das jetzt ein Blutbild XL ist oder was auch immer, findet ihr alles dort, die Information. Und wie gesagt, der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Das ganze Ding öffnen wir jetzt einmal. Ist ziemlich klein und kompakt. Zack. So, was ist denn hier alles drin? Ich stehe ja gar nicht so auf Papierkram. Aber das war's eigentlich schon. Schaut mal. Hier ist das Kit. Bluttest. Probeentnahme-Kit, so sieht das aus. MLT-Packaging in den Niederlanden. Was ist da drin? Okay, hier steht es drauf, interessant. Ein Sammelröhrchen für Serum, ein Sammelröhrchen für EDTA, zwei Unterröhrchen, drei Lanzetten, ein Alkoholtupfer, eine sterile Gaze, was auch immer das ist, ein Pflaster, zwei Röhrchenhalter, ein Rückumschlag, ein Siegelbeutel, ein Feuchtigkeitsabsorber, ein Testformular und eine Testanleitung. Okay, so sieht das ganze Ding aus. Das alles passt da rein, ich bin gespannt. Den Müll legen wir erstmal hier beiseite. Und hier ist noch eine Anleitung mit dabei, das ist ziemlich cool. Aha, okay. Tipps zur besseren Blutentnahme. Das ist hier so ein Papier, das bekommt jeder von euch dann auch. Um sicherzustellen, dass das Material analysiert werden kann, beachte bitte folgende Punkte. Trinke einen Tag vor der Abnahme viel Wasser. Punkt 2. Laufe am Tag der Abnahme die Treppe hoch und runter oder gehe draußen spazieren, dass die Zirkulation gefördert wird und das Blut besser fließt. Das vereinfacht dann die Entnahme erheblich. Massiere deinen Finger vor und während der Entnahme gut und vergiss nicht, ihn vorher mit warmem Wasser abzuspülen. Okay. Halte während der gesamten Entnahme deinen Arm runter, damit das Blut besser fließen kann. Drücke dabei auch gegen deine Fingerkuppe, damit mehr Blut fließt. Du darfst den Finger gerne pumpen. Fingerpumpen. Lieber nett, sonst werden die noch dicker. Grundsätzlich bedeutet ein stärkerer Blutfluss, dass weniger Gewebe mit in die Probe kommt, was die Wahrscheinlichkeit einer Hämolyse verringert. Versuche bei den Röhrchen etwas mehr Blut, zwei Tröpfchen mehr, als die Markierung reinzumachen. Um sicherzustellen, dass die Probe schnell und gut erhalten im Labor ankommt, beachte bitte folgende Punkte. Schwenke die Röhrchen nach der Probeentnahme. An der Innenseite der Röhrchen befindet sich ein Konservierungsmittel. Durch das Schwenken, mehrmaliges Drehen, vermischt sich das Blut und bleibt dabei länger frisch. Man sieht es nicht immer, daher nicht wundern. Damit die Lieferzeit zu unserem Labor minimiert wird, führe deine Probe bitte kurz vor dem Versand durch. Am besten morgens, damit du diese vormittags noch zur Post bringen kannst. Das ist ziemlich interessant. Das bedeutet, jetzt kann ich es nicht abnehmen. Das mache ich dann, wenn ich wieder zu Hause bin, in Heidelberg, und da dann schnell zur Post hüpfen kann. Punkt Nummer 3. Gib den Umschlag mit einer Postfiliale ab. In einer Postfiliale ab. Wirf sie nicht in den Briefkasten. Vielen Dank. Super. Ach, das ist ja auch lieb. Die Dame im Hotel hat mir gerade mein Essen gebracht. Aufgewärmt von Prep My Meal. Okay, weiter geht's. Bitte gib den Umschlag in einer Postfiliale ab, da waren wir schon. Versende deine Probe zwischen Montag und Mittwoch, damit sie noch in derselben Woche an ihrem Ziel ankommt.
Okay, soweit so gut. Das sind wichtige Infos. Also zusammengefasst, Finger schön pumpen und das relativ zeitnah bei der Post abgeben. Sonst braucht es zu lange auf dem Weg dahin. Fatal wäre es, es Freitag loszuschicken, Samstag kommt es nicht an, sonntags liegt es irgendwo rum, Montag im Laufe des Tages kommt es an, da ist einfach wahrscheinlich zu viel Zeit dazwischen. Jetzt machen wir das Ding mal hier auf. Blutprofil XL inklusive Blutbild, 10 Stunden vor dem Test, nichts mehr essen und nur Wasser trinken. Okay, auch interessanter Tipp, das heißt, wir sollen das Ganze nüchtern abgeben, weil vermutlich verschiedene Parameter mit berücksichtigt werden, Schilddrüse zum Beispiel, Blutzucker wird wahrscheinlich mit dabei sein und Blutzucker ist natürlich verändert, wenn wir kurz vor der Entnahme was gegessen haben, also sollte man es möglichst nüchtern machen. Okay, öffnen wir das Ding hier mal, ich hoffe, ich kriege das wieder zusammengebaut. Das sind die Lanzetten wahrscheinlich mit dem Pflaster und dem Alkoholpad, also damit piekst man sich in den Finger. Das ist ähnlich wie wenn man Blutzucker misst, also da geht man hier an die Seite des Fingers, piekst da rein und der Tropfen Blut, der da rauskommt, der wird wahrscheinlich gesammelt. So, was das ist, keine Ahnung. Aha, das hier ist der Versandbeutel, nehme ich an. Genau, da steht die Adresse schon drauf. Da packt man den Kleiderradatsch einfach rein, klebt das hier zu und schickt das los. Entgelt zahlt der Empfänger, das heißt, das Zurückschicken ist auch noch kostenlos. So, dann geht's hier weiter. Was ist das hier? Ah, das sind die Ständer für die Röhrchen. Da sind auch noch so kleine Symbole drauf, falls man die hier über die Distanz erkennt. Ziemlich cool. Noch so eins. Und hier sind, guck mal, die kennt man aus vom Arzt, aus dem Labor. So sehen die Dinge aus. Da kommt das Blut dann wahrscheinlich rein. Wie auch immer das funktioniert. Da ist noch so ein Röhrchen. Ja. Okay, soweit so gut. Hier ist noch eine detaillierte Anleitung vermutlich. Also das ganze Ding scheint idiotensicher zu sein. Ich bin jetzt auch nicht der Vorbildwissenschaftler und die Vorbildkrankenschwester, aber das muss man bestimmt hinkriegen. So schwer wird es nicht sein. Okay, was ist das hier? Testformular, Bluttest. Trage deine Daten ein. Das Geschlecht, Geburtsdatum, Datum der Probeentnahme, Zeitpunkt der Probeentnahme, war ich nüchtern? Ja und nein. So. Hier sind die Nummern, Probenummer und noch so ein Ding zum Aufkleben. Ich denke, das werden wir auf die Röhrchen kleben müssen. Aber dazu schauen wir uns doch einfach mal die Anleitung an. Hier steht nämlich alles drin, denke ich. Okay, ja, das scheint ziemlich ausführlich zu sein. Nimm dir mindestens 30 Minuten Zeit für die Probeentnahme und die Registrierung. Nimm deine Probe zwischen Montag und Donnerstag nicht an oder kurz vor einem gesetzlichen Feiertag. Okay, macht Sinn. Okay, hier stehen nochmal alle Infos drin, ist ziemlich klug. Registrierung, also hier seht ihr das ganze Ding. So sieht das aus. Hier steht auch noch, wie man sich registrieren kann. Also man braucht auf jeden Fall ein Handy, wie ich das sehe. Registrierung, registriere deine Probe auf unserer Webseite. Okay, fülle das Testformular in deinem Kit sorgfältig aus. Vorbereitung, alle Teile vor dir auf den Tisch legen. Nicht so, wie ich es gemacht habe, sondern ordentlich. Hände waschen, Finger reinigen, die Lanzette benutzen, den Finger stechen, Tropfen erwischen und dann die Blutentnahme. Ach hier, das ist ganz easy. Den Tropfen Blut tropft man tatsächlich einfach hier rein. Also da muss man schon einen kleinen Tropfen, einen dicken Tropfen Blut sammeln, bis sie dann da rein tropft. Ziemlich cool. Dann soll man das Röhrchen schwenken, ungefähr so wie auf dem Bild. Nachdem das Röhrchen vollständig gefüllt ist, verschließe es fest mit dem Deckel, bis ein Klickgeräusch ertönt, drehe das Röhrchen ein paar Mal um, um das Blut mit der Konservierungsflüssigkeit zu vermischen. Wiederhole Schritt 8 und 9 mit dem gelben Röhrchen. Okay, hier sind nämlich einmal ein rosanes, einmal ein gelbes. Röhrchen in den Siegelbeutel. Der ist auch irgendwo. Ich finde ihn nur gerade nicht. So ein blauer Beutel, der muss auch hier irgendwo rumfahren. Da ist er nicht drin, wahrscheinlich in dieser Versandtasche. Ah, nee. Oder doch? Ja, irgendwo muss er sein. So, der Siegelbeutel kommt dann in die Box und die Box versendet man.
Also alles in allem scheint das nicht wahnsinnig kompliziert zu sein. Und wie gesagt, es gibt für verschiedene Dinge verschiedene Tests. Ich habe jetzt hier diesen Bluttest XL. Da sind dann so alle Dinge drin, die wichtig sind. Ich denke mal, Blutzucker wird da mit dabei sein, Leber, Niere, so der Kram. Es gibt auch noch einen Testosteronwert oder einen Testosterontest, das weiß ich. Und noch ganz viele andere, die Schilddrüse etc. Man kann sich wahlweise natürlich auch verschiedene Pakete zusammenstellen. Also ein Blutbild XL zum Beispiel, wenn es um Organe geht, plus um den Testosteronwert zu bestimmen, um zum Beispiel herauszufinden, ob der Stoff tatsächlich wirkt, den man sich ballert, oder ob die Schilddrüse funktioniert. Egal, alles was wichtig ist, könnt ihr da in verschiedenen Tests ordern. Ich bin gespannt, ich werde das jetzt kommende Woche machen. Da nehme ich euch dann auch mit natürlich, wie ich das mache. Also ihr seht dann, wie ich mir den Finger piekse und so ein Kram. Und ich hoffe, im Anschluss kriege ich noch ein Gespräch mit dem Inhaber. Liebe Leute, das war's jetzt. Ich hoffe, ich habe ein bisschen eure Neugier geweckt. Meine auf jeden Fall. Wenn es tatsächlich so einfach und unkompliziert funktioniert, wäre ich sehr, sehr dankbar. Ich habe nämlich keinen Bock, neben den ganzen hustenden, kranken Menschen beim Arzt zu sitzen, mich dann noch selber anzustecken und unnötig viel Geld zu bezahlen, unnötige lange Diskussionen mit dem Arzt zu führen und erklären zu müssen, warum ich das jetzt brauche und dass Bodybuilding ja ungesund ist und bla, ihr kennt den ganzen Schmarrn. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Blutbild XL bei MyLabTest. Viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr Interesse habt, ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt. Ich bin jetzt aktuell noch nicht der Profi. Ich hoffe aber, dass wir das relativ schnell... Oh, schaut mal, noch wichtig. Hier ist noch ein Verfallsdatum drauf, der 30.04.24. Das heißt, ich sollte das tatsächlich nächste Woche machen. Okay, das war's jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.